willkommen bei mir zu Hause. Ich nähe heute ein kleines Organisationsmäppchen mit Sichtfenster. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Anfang des Jahres habe ich mir ja ein Bullet Journal zugelegt und da sind mittlerweile einige Stifte zusammengekommen. Und die sind alle unterschiedlich eingepackt und die Verpackungen sind auch noch teilweise sehr groß. Und ich wollte das gerne alles ein bisschen einheitlich machen und dass ich es auch sehe. Also ich habe mir zwar schon Mäppchen genäht, aber aus Kunstleder oder aus Stoff. Und da kann ich halt nicht reinschauen. Und mit dem Sichtfenster ist das praktisch. Da sehe ich haargenau, welche Stifte sich wo drinne befinden und ich kann die zusammen einfach in meiner Box, wo ich alles fürs Bullet Journal und fürs Handlettering habe, lagern. Und man muss auch nicht unbedingt nur Stifte da reinmachen, sondern zum Beispiel Schere, Rollschneider, Kantenformer und schwupp hat man zum Beispiel auch ein absolut tolles Geschenk für Nähbegeisterte. Oder Häkelnadeln kann man reinmachen und es ist alles organisiert und man sieht halt, was drinne ist. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe das Video schon abgedreht und bin schon am Schneiden und mir ist aufgefallen, ich habe vergessen euch zu sagen, die Maße findet ihr alle unten in der Infobox für beide Varianten. Wenn ihr euer Mäppchen gerne mit Flieseline verstärken wollt, dann müsst ihr das jetzt zu Anfang machen. Ich habe hier bei der Variante, wo ich die Scheren reinmache, da habe ich hier hinten normale Webware drauf und das habe ich nicht verstärkt. Und gerade bei den Scheren hätte ich es wohl tun sollen. Und das wird ja jetzt mein Stiftemäppchen, also wo ich Stifte drin aufbewahren möchte. Und der Stoff ist etwas fester. Das heißt, ich verstärke ihn nicht. Aber wenn ihr auch Scheren oder so reinmachen wollt und euer Stoff dünner ist, dann verstärkt ihn. Also dann müsst ihr jetzt einmal Flieseline auf ein Stoffteil A aufbügeln. Und zwar würde ich dann den nehmen, der dann zum Schluss außen ist. Nun brauche ich die Folie, das Stoffteil B und die vier Stoffteile C. Zweimal aus Außenstoff und zweimal aus Innenstoff. Einen Innenstoff lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich und dann lege ich die Folie hier bündig an und auch rechts und links. Wenn eure Folie irgendwie eine rechte Seite hat, dann muss die rechte Seite jetzt nach oben schauen. Dann nehme ich mir ein anderes Stoffteil C und zwar diesmal den Außenstoff. Den lege ich mir der rechten Seite nach unten und nähe dann mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter vom Anfang bis zum Ende die Stoffe hier zusammen. Und genau dasselbe mache ich hier auf der Oberseite von der Folie auch. Wenn ich mit beschichteter Baumwolle oder dieser Folie hier nähe, dann stelle ich mir eine Stichlänge von 3,5 ein, aber ich habe eine ganz normale Nadel drin, also eine Universalnadel. Die Stoffe von der Folie wegklappen. Und dann knappkantig hier drüber nähen, auch mit einer Stichlänge von 3,5. Hier oben und auch hier unten. Da mache ich das genauso. Bei den vier Stoffteilen D habe ich auch zweimal Außenstoff und zweimal Innenstoff. Ein Stoffteil D, und zwar das Innenstoffteil, lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann lege ich die Folie hier und hier bündig an. Und das gibt dann die Außenseite von meinem Mäppchen. Und das liegt nach oben. Dann brauche ich jetzt ein Stoffteil D, Außenstoff. Den lege ich mit der rechten Seite nach unten. Und nähe hier mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter die Stoffe vom Anfang bis zum Ende fest. Und auf der anderen Seite mache ich das genauso. Auch die Stoffteile klappe ich von der Folie weg, links genauso wie rechts und nähe dann nochmal knappkantig hier drüber, so dass die Stoffe von der Folie weg fixiert sind. Das ist das fertige Fensterteil von dem Mäppchen. Außenseite, Innenseite. Hoch ist das Fensterteil 21 cm und breit 20 cm. Dann brauche ich den Reißverschluss. Ihr könnt einen Endlos-Reißverschluss nehmen oder so wie ich so einen fertigen.
Der ist jetzt etwas länger, das finde ich aber nicht schlimm, weil dann brauche ich nämlich nachher nicht unter der Nähmaschine den Zipper unter dem Nähfuß hin und her schieben, sondern den Zipper kann ich einfach außerhalb meiner Naht legen und kann dann in einem Rutsch durchnähen. Dieses Fensterteil liegt mit der rechten Seite nach oben vor mir und das ist die Mäppchenoberseite. Dann den Reißverschluss mit den Zähnchen nach unten hier oben anlegen. Diesmal aber nicht bündig, sondern so 1 Millimeter, also dass der Reißverschluss 1 Millimeter über den Stoffrand hier drüber schaut. Und dann mit einem Reißverschlussfüßchen vom Anfang bis zum Ende den Reißverschluss hier oben festnähen. Den Reißverschluss nach oben hochklappen und die Nahtzugabe vom Reißverschluss nach unten zum Stoff hinklappen. Ich weiß nicht, sieht man das so? Es ist ein bisschen friemelig. So geht das aber. Das ist jetzt meine Stoffinnenseite. Und dann nähe ich allerdings von außen nochmal knapp kantig hier drüber. Und damit verschwindet hier diese offene Kante von dem Innenstoff, verschwindet unter der Nahtzugabe von dem Reißverschluss. Also von der Innenseite sieht es jetzt nicht ganz so elegant aus, da hier mein Stoff ja sehr robust ist und hier, wo so viele Lagen übereinander sind, habe ich wirklich langsam drüber genäht. Und hier steht das ein bisschen hoch. Aber das ist letztendlich die Innenseite und hier die Außenseite, die sieht schön aus. Also das sieht dann hinterher kein Mensch mehr und es ist trotzdem alles gesichert. Nun brauche ich die beiden Stoffteile E und da habe ich auch einmal Außenstoff und einen Innenstoff. Den Innenstoff lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir das Fensterteil. Mit der Außenseite lege ich den Reißverschluss, also das ist ja meine Mäppchen-Außenseite, und die Kante hier von dem Reißverschluss lege ich hier oben an dem Stoff bündig an. Dann nehme ich mir das andere Stoffteil E, den Außenstoff, den lege ich mit der rechten Seite nach unten, ebenfalls hier oben bündig an und nähe mit einem Reißverschlussfüßchen vom Anfang bis zum Ende die Stoffe hier oben zusammen. Die beiden Stoffe vom Reißverschluss wegklappen und wegziehen und knappkantig einmal hier drüber nähen, so dass die Stoffe von den Reißverschlusszähnchen wegfixiert sind. Nun brauche ich das eine Stoffteil A, und zwar den Innenstoff. Den lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir meinen Fensteraußenstoff. Den lege ich mit der rechten Seite nach oben. Also hier ist ja meine Innenseite. Bündig komplett auf den Innenstoff auf. Und dann ist jetzt noch ganz wichtig, dass der Zipper hier in die Mitte von dem Täschchen geschoben wird. Und wenn ich alles bündig positioniert habe, nähe ich einmal komplett drumherum die Stoffe zusammen. Und zwar innerhalb der Nahtzugabe. Also so bei 0,3, 0,4 cm. Ich habe jetzt nur die beiden Stoffe hier knappkantig miteinander fixiert. Dann ist das für den nächsten Schritt einfacher. Da brauche ich das andere Stoffteil A, den Außenstoff. Und wenn ihr auch irgendein Label oder so aufbringen wollt, dann müsst ihr das jetzt machen. Und das Mäppchen liegt mit der rechten Seite nach oben vor mir. Das Stoffteil A, den Außenstoff, den lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten. Überall bündig an. Und jetzt nähe ich mit einer Nahtzugabe von 1 Zentimeter. Und zwar fange ich hier auf der Oberseite an zu nähen, fange hier an und nähe bis einmal fast drumherum bis hierhin und lasse mir hier oben so eine 10 cm große Wendeöffnung. Die Ecken habe ich schräg zurückgeschnitten, die Reißverschlussenden habe ich gekürzt und die Nahtzugabe habe ich mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Nur den Stoff hier bei der Wendeöffnung, den habe ich stehen lassen. Und bevor ich jetzt wende, gehe ich nochmal ans Bügelbrett und bügel mir den Stoff,
der Wendeöffnung zur Innenseite, also zur linken Stoffseite um. Auf der einen Seite genauso wie auf der anderen Seite, also kräftig drüber bügeln. Und dann liegt der Stoff nach dem Wenden nämlich schon richtig schön. Und wenn ich dann nachher die Wendeöffnung schließe, ist alles schön gerade. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung habe ich nach innen umgeklappt und habe mir das hier jetzt auch schon festgesteckt. Und dadurch, dass ich das vorher abgebügelt habe, ging das super schnell und ist auch schön gerade. Jetzt wird die Wendeöffnung geschlossen und dafür würde es reichen, wenn ich einfach nur hier oben vom Anfang bis zum Ende drüber nähen würde. Aber ich finde, das sieht einfach schöner aus, wenn man einmal komplett drumherum näht. Und die Tasche, das Mäppchen liegt dann auch anders da. Den Unterschied sieht man. Also, jetzt ist natürlich mein Stoff hier wirklich etwas sperrig. Dann nähe ich halt einfach nur langsamer. Einmal komplett knappkantig hier außen drumherum nähen. Und damit schließe ich ja automatisch die Wendeöffnung. Und fertig ist das kleine Organisationsmäppchen. Ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal.